denke, jeder sollte jetzt über unsere Anwesenheit informiert sein. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Erstmal ein bisschen umgucken. Hier ist noch eine Kiste, wie es aussieht. Ah, Munition. Ja, Munition haben wir jetzt anscheinend auch genug. Ich traue dem Frieden ehrlich gesagt nicht. Nichts übersehen, dass wir auch ja alles mitnehmen. Okay, hier ist nichts mehr. Jetzt gucken wir erstmal, was hier oben ist. Normal haben wir alles entvölkert, aber so viele wieder aus irgendwelchen Ecken kamen, kann man sich ja da auch nie sicher sein. Da hinten ist noch Bergungsgut, da geht die Treppe noch hoch. Schauen. Ja, und überall so eine, ja, so eine Schlaflager. Sag mal, können die nicht sich mal so eine Behausung bauen oder so? Das ist unverständlich ein bisschen. So, hier geht es auch nochmal auf. Wo es hier weitergeht. Haben wir hier wieder so ein Sonnensymbol und hier. Hier ist noch ein Gegenstand. Eine Plakette, wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person? Womöglich. Damit haben wir die zwei Reliquien. Hier können wir die Fackel entzünden. Da geht's nicht mehr weiter. Oh, ein eisiger Wind, der hier oben bläst. Also ich meine, das ist so... so bar, ne? So, hier können wir einmal... darüber. Mit dem Seil. Und da drüben können wir auch nochmal rüber. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal hin. Nur so ein bisschen Bammel, dass jetzt hier noch ein Typ kommt. Wir haben angeblich ein neues Lager entdeckt. Ich sehe es nur irgendwie. Ach, das ist hier das. Können wir hier nämlich mal kurz speichern. Schnelle Reise ist verfügbar. So, und ich möchte nämlich mal da drüben hin. Also wir kommen von überall aus da zu diesem... Da oben ist garantiert noch irgendwas. Da ist ja auch einer hochgekommen. Und wenn da einer hochkommt, muss ich da auch irgendwie hochkommen. Also da müssen wir uns auf jeden Fall... müssen wir uns da nochmal umgucken. Ich lasse es jetzt mal einfach liegen, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Aber wir kommen hier definitiv nochmal zurück. So viel kann ich versprechen. Jetzt aber hier oben erstmal zu dem Turm. Der scheint hier noch in Betrieb zu sein. Hangeln wir uns da mal so hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, los geht's. Sehr wackelig. Ah, Moment. Das geht nicht mehr zurück. Jetzt sind wir mal gespannt hier. Ach, Scheiße. Gut, soviel zum Thema Rückweg. Ja, gut, gehen wir erstmal hoch. Um das Thema Rückweg machen wir uns mal Gedanken, wenn es soweit ist. Okay, er sagte ganz hoch. Aber ein fantastischer Ausblick gerade. Man muss ja auch das Schöne an solchen Situationen sehen. So, noch weiter hoch. Wie sich dieses eisige Ungetüm, das eisenhafte Ungetüm hier gegen die Gezeiten wehren konnte, diese vielen Jahre. Oh, wow. Atemberaubend. Aber wir haben noch ein Stück. Da oben fehlen ein paar Sprossen, das wird richtig spannend. Ja, super, natürlich reißt es auch noch ab.
Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier Musik. Naja, irgendwo müssen wir einen Sender kriegen. Internationale Notsignal. Na komm schon. Und warten Sie auf Antwort. Sie haben das internationale Notsignal reaktiviert. Mayday! Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Ja, da sind wir wieder unten und jetzt heißt es erstmal hier irgendwie ein Signal abzusenden. Ich bin mal gespannt. Hier sehe ich schon mal einen riesigen Tank. Autsch. So kommt man definitiv runter. Ja, da hast du recht. So, hier haben wir erstmal einen Tank. Da haben wir noch mehr Tanks. Benzin. Das sieht aus wie eine alte Halle. Treibstofftanks. Sieht doch ganz gut aus. Gucken. Hm. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwas da drin. Gucken hier außen. Oh. Ich dachte, es wäre Bergungsgut. Vielleicht brauchen wir jetzt auch gar nichts mehr und wir haben es gleich hinter uns hier, das Ganze. Gestrande auf der Insel. Oh, wen hat es hier denn hingerissen? Hat er sich... Hat sich wohl in den Kopf geschossen. Das scheint auch noch aus dem Krieg zu sein. Da habe ich eben was blinken gesehen. Nochmal Munition. Was ist das? Ah! Ein Stahl. Jawohl, ein Feuerstahl. Damit können wir jetzt die Fackel selbst... So sollte es gehen. Können wir jetzt die Fackel selbsttätig entzünden. Das ist schon mal geil. Jetzt gucken wir mal. Sonst gibt's hier nichts. Ja, anscheinend haben die nochmal ordentlich einen getrunken, die Jungs, und dann... Oh, hier liegt ja noch einer. So, jetzt muss hier nur noch auch wirklich Benzin drin sein. Komm schon. Ja, ich denke, das sollte genügen. Reinstellen sollten wir uns nicht. Und jetzt gucken wir, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Abstand gewinnen. Hier liegt ja noch einer. Da ist es. Nein. Und uns macht natürlich wieder das größte Bauteil hier, der Motor, hinterher.
Oh, fuck. Scheiße. Alter. Oh. Das wird nicht besser gerade. Ja, Scheiße. Oh, wo geht's denn hier nicht mehr weiter? Oh, fuck. Wow, 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 wow. Nein! Alter, es gibt's nicht. Ach du Himmel. Wow. WTF. Also manchmal, ne? Zu Klippendorf. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ja, den Pilot müssen wir jetzt natürlich auch noch retten. Aber ich denke, ich gucke mich noch mal kurz hier eine Sekunde um. Alter, was ein... Hä? Das war schon wieder... Leck mich an der Dash. Ein Klippendorf. Guck mal hier. Wie geil ist das denn? Das ist hier so richtig in die Felsen reingebaut. Und wir schwingen uns an dem herunterhängenden Banner wie an einem Trapez. Machen wir gleich. Ich will nochmal kurz hier... Gib dir das mal, wie geil das aussieht. Mitten in die Klippen hier so reingebaut. Oh, natürlich ist der ganze Käse auch noch instabil. Weil alt und ausgetrocknet. Fuck, du ahnst es nicht. Ich möchte bitte an diesem Trapez auch nochmal schwingen. Alter, hast du nicht gesehen. Wo sind denn die Bewohner alle? Wow. Scheiße. Nein, oder? Oh nein, schon wieder so ein Schildmann. Alter, das darf nicht wahr sein. Bist du da für einer? Au. Komm. Ja, ja. Alter, das gibt's doch nicht. Waffen sind nicht nutzlos. Du musst nur damit umgehen können. Nicht wie du da rumfuchtelst mit deiner Machete, wie mit einem... Scheiße, der Pilot hat da den gerade ausgeweidet. Scheiße. Darf nicht wahr sein. Du, wir waren so kurz davor der Rettung. Und dann kommen diese Halbhirne wieder. Diese halben. Und... Weißt du, statt dann noch vielleicht mitzuhelfen. Nein, nein, da gehen sie noch hin und bringen den Pilot noch um. Glaubst du es? Hast du nicht gesehen, du. So, da will ich aber jetzt hoch. Wenn es geht, bitte. Und hier ist noch eine große Kiste. Vielleicht lebt der Co-Pilot ja noch. Ich würde sagen, hier gibt es nichts mehr. Tio, da liegt er noch. Jetzt erstmal schauen. Da ist noch so ein schöner Busch mit orangenen Früchten. Bringt uns ja auch ein bisschen EP. So, dann ist hier erstmal ein Lager wieder. Ich denke, an dieser Stelle werde ich hier mal eine kurze Aufnahmepause oder eine etwas längere Aufnahmepause machen. Wir wollen kurz noch hier mal die Musik genießen, noch mal hier einen Blick über die Klippen werfen. Die Fackel brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr. Ja, ist da einfach so ein Sturm aufgezogen, hat das Flugzeug abgeschossen. Glaubst du es nicht? Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts, bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben.
Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Ja, und mit diesen Worten von Lara, die sich mal wieder selbst die Schuld gibt, obwohl sie nichts dafür kann, beschließe ich dann die Aufnahme und sage, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.